Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks und da natürlich, wie soll es anders sein, deutscher Stahl am Start, der E50M, ein sehr schöner mittlerer Panzer mit einer etwas größeren Minimap nun, gespielt von Nemesis 99. Ja, ich muss sagen, der E50M ist wirklich gerne gesehen, weil er einfach, ja, er ist unglaublich. Ich muss schon sagen, wirklich gut. Also jeder, der ihn spielt und jeder, der spielen kann, der schwärmt von dem. Er ist ein absolutes RAM-Monster. Er bringt einiges auf die Waage und hat dazu noch eine Kanone und einen HP-Pool, mit dem er was anfangen kann. Ist dabei recht mobil. Also er ist ein guter Allrounder. Und dementsprechend gucken wir doch mal, was er hier anstellt. Selbst bin ich ja schon sehr gespannt, gerade hier in der Verteidigungsposition. Der war interessant. Ja, da war das Vorhalten vielleicht ein bisschen optimistisch, um es mal so zu sagen. Jetzt lässt er sich weit zurückfallen, wobei gar keine Not besteht. Gegner hat gar keine Arti. Naja, der erste Schuss darf ja mal daneben gehen. Die Stellung ist natürlich auch sehr offensiv, also wenn er hier gespottet wird und dann nicht rechtzeitig wegkommt, dann ist man natürlich auch hier schnell aus dem Spiel genommen. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. So, und da unten das Objekt gibt sich jetzt den Kampf mit der Lorraine. Und jetzt auf den 1C. Da macht er den weg. Kriegt hier den Hit vom IS-7. Und der Motor ist auch kaputt. Den sollte er vielleicht, wollte ich gerade sagen, reparieren. Aber er hat sein Rapkit schon genutzt. Also von dem her, die Runde so schnell zu beginnen mit einem kaputten Motor ist alles andere als dankbar. Jetzt könnte er eigentlich schön das Objekt rammen. Und das macht er auch. Und da sieht man mal, was er an Rammschaden an dem macht. Der hat einen Hit gemacht und hat 1024 HP dem Guten abgezogen. Also das ist wirklich was, wo man sagen muss, ja, da tut er weh. Hat hier den beiden gut geholfen mit dem Objekt. Aber sehr schön, dass er das so präsentiert hat, dass man mal gesehen hat, okay, was ist denn so möglich an Rammschaden mit dem, weil es ist halt schon unglaublich viel. So, jetzt fährt er hier Richtung IS-7 RN-100. Zwei der drei Dickschiffe beim Gegner. Das Objekt hat er schon raus. Damit Auto-Aim jetzt auf den IS. Hat sich jetzt schön reingedreht. Dementsprechend konnte den Schuss hier ganz entspannt wirken. Und jetzt der RN-100. Kommt jetzt schön auf die Unterwanne. Ah, jetzt ist er leicht schräg durch die Rückwärtsbewegung hochgefahren. So, der hält hier rein, aber durchschlägt jetzt hier nicht. Genau, jetzt wird es aber auf einmal ein KV-4, der neben ihn aufploppt. Ah ja, der ist schnell weg. Da hat der Waffenträger gut aufgepasst. Aber wie gesagt, es ist unglaublich undankbar, so früh im Gefecht den Motor zu verlieren und den nicht mehr reparieren zu können. Jetzt wollen sie scheinbar Richtung EN-100 drücken. Jetzt kommt er aber wirklich gut drauf. EN-100 prallt wieder ab. Jetzt ist er auch gekettet. Dreht sich jetzt Richtung T-54. Kommt aber dann nochmal den Hit von ihm. So, und jetzt kommt er gut auf den Turm drauf. Genau, sehr schön. So einfach immer reinhalten. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Der T-54 beschäftigt den unglaublich gut. Und er kann hier seinen Schaden anbringen. Besser kann man es nicht zusammen agieren. Und es sei ihm vergönnt, er macht den Last Hit auf den RN-100. 7:7. Muss er nur aufpassen, weil da oben steht noch ein Waffenträger auf RN-100.
Nein, auf den Centurion. Ja, sehr gut. 4500 Schaden. Ausgeglichenes Ergebnis 7 zu 7. Und da ist der Waffenträger. Da fährt der 1375 Grad auf ihn drauf. Und hier der T49. Sehr schön. Ist halt auch das Schöne, dass die Fluggeschwindigkeit der Projektile ganz ordentlich ist. Mit denen kann man wirklich schön arbeiten. Braucht nicht allzu weit vorhalten, weil sie einfach sehr schnell im Ziel landet. Jetzt komm, beweg dich. Mach inne. Da, was ist denn da noch? Der ist Centurion. Den auch nochmal mit Rammschaden wäre auch noch schön. Aber der wird ihn wahrscheinlich nicht einfach rammen können. Wobei, jetzt fahrt er runter. Dabei kann er selber wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ja, der IS-3, den nimmt er auch nochmal mit. So, jetzt prallt er ab und jetzt kann er wahrscheinlich wieder seinen ganzen Weg auf sich nehmen. IS-8 hat ihn getroffen. Und jetzt... Nein! So knapp! So, jetzt trifft natürlich der Centurion. Also hinterfährt er ihn auch noch. Jetzt nimmt er den aber raus. Sehr schön. IS-8 fährt er jetzt aber auf ihn hier drauf. Also jetzt scheint sein Stündchen geschlagen zu haben. Jetzt heißt noch das mitnehmen, was mitzunehmen gilt. Ja, da kann, hilft ihm das Wackeln nix, aber... Da wird er zerstört, hat aber seinen Krieger klar gemacht und 7000 Schaden angestellt. Und das ist erstmal das Wichtige. So, jetzt ist noch der Jagdtiger am Leben. Hier sehen wir ihn. Bleib doch mal auf einem drauf. So, und der Jagdtiger wird jetzt hinterfahren, hat jetzt hier gar keine Chance mehr. Und dementsprechend wird er zerstört von dem Rudel hier. Ja, muss man sagen, der E50M, sehr schöner Panzer, 7000 Schaden gemacht, von 23 abgefeuerten Schüssen kam in 22 an. Und wie gesagt, wenn er jetzt noch ein bisschen mehr Glück gehabt hätte mit dem Motor, hätte er da vielleicht auch den ein oder anderen Hit noch mehr machen können, weil man ist einfach mobiler. Trotzdem, vielen Dank, ich mag den deutschen Slalom, man sieht, glaube ich, hoffentlich wieder warum. Deswegen, ich wünsche euch alles Gute, bis bald, euer Alcaramba.